Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass ihr eure Meinung nicht mehr frei sagen könnt, beziehungsweise dass es Kräfte gibt, die alles daran setzen, dass ihr als Bürger euer Recht auf freie Meinungsäußerung nicht mehr wahrnehmen könnt? Dann seid ihr damit auf keinen Fall allein, denn es gibt nun eine schockierende Enthüllung. Und diese Enthüllung, die hat so eine große Tragweite, dass man nicht übertreibt, wenn man sagt, wenn diese Bombe, die jetzt bald platzen wird, wenn die wirklich mehr Menschen sehen, dann könnte es 2023 zu nicht weniger kommen als zu einem Endkampf um die Meinungsfreiheit und das nicht nur in Deutschland, sondern global gesehen. Mehr dazu in diesem Video. Jeder, der sich schon einmal eingehend mit Politik beschäftigt hat, der wird irgendwann zu der Erkenntnis gekommen sein, dass es eine regelrechte Maschinerie gibt, die dafür sorgt, dass es immer eine vorgegebene Mainstream-Meinung gibt, die eben überall gezeigt wird, die überall erlaubt ist, der überall applaudiert wird. Natürlich hat man pro forma, das sieht man auch bei uns in Deutschland immer sehr gut, noch das Recht, eine andere Meinung zu sagen. Aber in der Praxis sieht man dann eben, wie zum Beispiel Talkshow-Teilnehmer im Öffentlich-Rechtlichen ausgewählt werden, dass es dann meistens ein 5 gegen 1 ist und der eine, der eben eine andere Meinung hat, dann wirklich symbolisch fertig gemacht wird und dass eben alle Medien sich auf kritische Menschen einschießen und sagen, das wären irgendwelche Verschwörungstheoretiker oder Rechte oder sonst etwas. Diese üblichen Diffamierungen dürfte ja mittlerweile jeder kennen. Und deswegen ist die Twitter-Übernahme von Elon Musk eben nicht nur die Übernahme von irgendeinem Nachrichtendienst. Nein, es ist tatsächlich so, dass sich hier gravierend etwas ändert und es zum allerersten Mal diese Maschinerie wirklich bedroht wird. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern wie am Anfang schon gesagt, global gesehen, weil Musk ja wie gesagt ein international agierender Unternehmer ist und gerade auch mit einer Plattform wie Twitter eben Einfluss auf die Politik weltweit nehmen kann. Gutes Stichwort übrigens, sollte man mit einer Plattform wie Twitter Einfluss auf die Politik nehmen? Eigentlich nicht, aber genau das wurde eben massiv in den letzten Jahren gemacht. Und es ging teilweise sogar schon so weit, dass wirklich kritische Stimmen sagen, manche Wahlen wurden auf Twitter entschieden, unter anderem kann man auch sagen, der Einfluss auf die US-Wahl, da wird auch eben gestritten, ob der extrem groß ist, das sagen auch viele Menschen, aber kann man schon ganz klar sehen, es geht hier eben um weit mehr als nur um eine soziale Medienplattform. Und warum ist gerade diese Angst bei den Etablierten so groß geworden? Nun, das sieht man vor allem daran, weil sie eben zum allerersten Mal die Kontrolle über diesen kontrollierten Meinungskorridor des Zulässigen verlieren. Also was man sagen darf, ist erstmalig nicht mehr irgendwie reglementiert, so wie es sich ja die EU zum Beispiel wünscht, sondern es ist wirklich so, dass es den praktisch Freedom of Speech, wie man sagt, also Meinungsfreiheit gibt und das zwar wirklich bis ins Extreme, also nur wirklich extrem radikale Sachen, die eben dann komplett schon strafrechtlich relevant sind, die werden gelöscht, was ja auch so sein muss von den Gesetzen her, aber es wird eben nicht mehr blindlings alles zensiert und deswegen rasten gerade sämtliche Leute komplett aus, die meinen, sie hätten irgendwas zu sagen, unter anderem die EU, die ja ganz klar meinte, sie wolle eben dafür sorgen, dass Twitter abgeschaltet wird. Man muss sich das mal vorstellen, Twitter soll abgeschaltet werden, wenn man eben bei Twitter nicht einsichtig wäre und eben Meinungsunterdrückung einführen würde, also nicht mehr alles zulassen würde, dann will man Twitter abschalten. Also die EU will praktisch zensieren, wie China das auch macht, aber komischerweise hält man sich immer für was Besseres. Da fragen sich natürlich viele Leute, warum ist es so? Nun, weil eine regelrechte Bombe geplatzt ist, die gerade für das nächste Jahr extreme Auswirkungen haben kann. Was gemeint ist, das zeige ich euch jetzt gleich. Die Bombe, die hier geplatzt ist, ist nämlich eine international viel beachtete Enthüllung, die Elon Musk eben auf Twitter zugelassen hat. Und wir lesen direkt rein die Quelle hier bei NTV, da heißt es: Details zur Hunter Biden Story. Elon Musk veröffentlicht Twitter interner. Und weiter heißt es hier: Twitter sperrte damals den Artikel und den Account der Zeitung, weil der Bericht gegen die Regeln verstoßen haben soll, welche die Verbreitung von Informationen, die durch illegale Hacks erlangt wurden, verbieten. Der damalige Twitter-Chef Jack Dorsey räumt später ein, dass das Vorgehen der Plattform gegen die New York Times Post ein Fehler gewesen sei. Twitter änderte anschließend seine Regeln. Keine Beweise für Wirkung der Regierung. Musk teilte eine Serie von Tweets des Journalisten Matt Taibbi. Die zeigt unter anderem in mehreren Screenshots interne Kommunikation, dass auch im Unternehmen über die Sperrung des New York Post Artikels kontrovers debattiert wurde. Und da muss man ganz klar sagen, worum ging es hier. Es war ja tatsächlich eben ein Artikel von der besagten Zeitung, wo damals
eben online kam und wo auf Twitter gesperrt wurde. Und da ging es eben um Enthüllungen zu Hunter Biden, also eben dem Sohn des Präsidentschaftskandidaten, heutigen Präsidenten Joe Biden. Und sehr viele Experten aus den USA sagen, dass gerade diese Story auch wahlentscheidend hätte sein können, weil es eben relevante Informationen sind. Ein kleiner Vergleich: Wenn kurz vor der Wahl eben Skandale über die Familien von großen Politikern rauskommen, dann kann das ja wirklich Einfluss haben auf Wahlen. Das ist ja nicht weit hergeholt. Wir müssen ja mal bedenken, bei Armin Laschet hat es schon mal gereicht, dass er irgendwo an der falschen Stelle gelacht hat, um seine Karriere quasi zu beenden. Also wenn da wirklich Informationen unterdrückt werden, hat es gerade kurz vor Wahlen extrem hohen Nachrichtenwert. Und dass sowas überhaupt passiert ist, das ist ja dokumentiert, das ist ja ganz wichtig hier zu sagen, es ist ja nicht irgendwie nur ein Gemunkel oder Geraune, es ist wirklich dokumentiert, dass Twitter vor der Präsidentschaftswahl eben einen kritischen Artikel unterdrückt hat. Und was Musk eben hier veröffentlicht hat interner, das ist eben eine Bombe. Es wurde da wirklich aktiv drüber diskutiert bei Twitter, ob man das machen solle. Und tatsächlich ist es eben so, dass es trotzdem gemacht wurde, also auch kritische Stimmen wurden ignoriert. Und das lässt ja eigentlich nur den Schluss zu, dass eine Plattform wie Twitter eben ganz lange auf Linie der politischen Links-Grünen war, bis Musk eben kam und jetzt genau das macht, was er macht. Und das ist eben die Bombe, die jetzt auch 2023 platzen wird. Musk zieht es ja gnadenlos durch, muss man sagen. Er hat nämlich eine Ankündigung gemacht. Er hat gesagt, er möchte Twitter zu einer Plattform für Bürgerjournalismus machen und nur deswegen würde er von den etablierten Medien so bekämpft werden. Ich blende hier auch die Quelle eben ein von seinem Twitter-Account, wo ihr ganz klar sehen könnt, das hat er gesagt, er will eben Bürgerjournalismus auf Twitter fördern. Und was heißt es eigentlich? Plakativ gesprochen heißt es, Musk will erreichen, dass in Zukunft vor einer Wahl relevante Informationen von Twitter eben, also jedermann kann die da verbreiten und nicht mehr die etablierten Medien haben die Macht, was eben berichtet wird und was nicht berichtet wird. Also plakativ, wie gesagt, könnte man sagen, jemand wie ich kann was auf Twitter schreiben und wenn das viel Reichweite bekommt, die ich ja aktuell auf Twitter immer mehr dazu gewinne, dann hat das eben sogar Auswirkungen auf Wahlen und eben nicht nur das, was zum Beispiel große Medienhäuser, die ein Monopol auf die Meinungsbildung hatten, schreiben. Und genau deswegen, das ist der Grund, warum die Etablierten so große Angst haben, warum ein Böhmermann sagt, Musk soll sich doch ficken gehen, hat er wirklich so gesagt, ich blende auf die Quelle ein, diese Vulgärsprache ist typisch Böhmermann wieder, oder eben, dass Böhmermann auch ganz klar eben diese Mastodonen Alternative bewirbt. Das sind Verzweiflungstaten, weil man eben ganz klar sieht, man verliert nicht weniger als die Kontrolle über den Meinungskorridor in Deutschland. Und genau das könnte schon eintreten im nächsten Jahr. Also global gesehen natürlich, erstmal wird das kommen. Aber es wird natürlich massive Auswirkungen auf Deutschland haben. Diese Auswirkungen sieht man auch jetzt. Stefan Weil zum Beispiel, der Ministerpräsident von Niedersachsen von der SPD, der verlässt sogar Twitter. Also die Stimmung ist wirklich am Kippen. Und deswegen meine Bitte, Leute, teilt wirklich dieses Video überall. Das sollte wirklich jeder mal sehen, was da 2023 wirklich für eine große Schlacht um die Meinungsfreiheit kommt und dass wir diese demokratische, rechtsstaatliche Schlacht wirklich auch gewinnen können. Wie? Ich kann sagen, ich würde mal wirklich vermuten, allein nach diesem Video werden sich schon einige von euch, die noch keinen Twitter-Account haben, eventuell einen machen. Ihr könnt mir da auch folgen. Wie gesagt, ich heiße da auch Never Forget Nikki. Und da können wir eben wirklich die öffentliche Meinung beeinflussen. Also alle Menschen, die sich immer beschweren, man könne die öffentliche Meinung gar nicht mehr beeinflussen. Wir haben jetzt die einmalige Chance, dieses Meinungsmonopol aufzubrechen. Wir haben die einmalige Chance im nächsten Jahr, wirklich unsere eigene Medienmacht aufzubauen. Ich bin dabei und ich hoffe, ihr auch. Und das ist übrigens genau das Perfide, was hier versucht wird. Man versucht, die demokratische freie Meinungsäußerung zu unterdrücken, indem man Hass unterstellt. Und das kann man bei Musk ja auch sehen. Er hat ja zum Beispiel auch wirklich eben nach einer Hakenkreuzverbreitung Kanye West wieder gesperrt. Also Musk greift eben wirklich gegen richtigen Hass auch durch. Aber was denen eben gar nicht passt, dass man in Zukunft einfach auch Politiker kritisieren kann, dass man in Zukunft einfach auch vor Wahlen Einfluss nehmen kann, demokratisch, wie es ja eigentlich auch in der Meinungsbildung sein sollte. Und das ist eben das, wo wir in Zukunft viel gewinnen können. Und ihr kennt es ja, diese Einschüchterungstaktik. Ich habe da in den letzten Wochen sehr viel darüber diskutiert. Einschüchterung funktioniert zum Beispiel so, dass man Menschen permanent mit Shitstorms belästigt, die anders denken, so wie sie auch immer auf mich erfolgen. Einschüchterung ist zum Beispiel auch die Anzeige gegen mich, die ich ja gerade, wie gesagt, am Laufen habe, gegen die ich mit Anwalt wäre, weil ich Ricarda Lang kritisiert habe. All das ist eben diese Einschüchterung. Und genau gegen diese Einschüchterung, dagegen können wir uns jetzt wehren, indem wir eben sagen, okay, wir nehmen diesen Kampf demokratisch und rechtsstaatlich an, weil wir jetzt endlich auch mal eine Plattform haben, wo man das machen kann, was Musk gesagt hat, nämlich Bürgerjournalismus. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch allen, die dieses Video angesehen haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr meine journalistische Arbeit auch in Zukunft ermöglichen, indem ihr diese freiwillig finanziell unterstützt.
Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, blende ich hier im Video ein, so auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Und ich danke jedem Einzelnen, der jetzt gerade die Weihnachtszeit zum Anlass nimmt, meine Arbeit zu fördern. Das ist alles andere als selbstverständlich und hilft mir sehr, hier weiter für euch arbeiten zu können. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr und wir sehen uns zum nächsten Video, Leute. Darauf freue ich mich. Bis dann und ciao.